Willkommen zurück zu einer neuen Folge The Room. So, dann schauen wir mal. Wir wissen ja da jetzt mittlerweile, dass diese komischen drei Striche, das sind keine drei Striche, immer bedeuten, dass man da irgendwie anfangen soll. Aber hier haben wir nur das da. Okay, dann machen wir das so und einmal so. 5. Juli, meine Erforschung des Nullelements schreitet rasant voran. Seine Quelle drängt mir immer stärker die Vermutung auf, dass es irgendwie mit meiner Seele in Verbindung steht. Seine Eigenschaften werden immer offensichtlicher. Es bezieht eine gewaltige Energie von irgendwoher. Ich habe einen Apparat gebaut, der es leitet und bündelt. Doch ich schaue vor weiteren Experimenten zurück. Ach, ich scheue vor weiteren Experimenten zurück. Mir fehlt das Wissen um seine Kontrolle. Ja, gut. Eine Kiste mit einem Puzzle. Okay. Warum? Moment, ich muss kurz mein Handy lunzen. Könnte ja sein, dass es für wegen meinen Kindern ist. Muss ich jetzt die Linien hier richtig hinbringen? Aber das geht doch gar nicht. Hä? Oh, wow. So? Kann es sein, dass das darüber muss? Hä? Geht das jetzt? Nein. Aber hier unten geht's. So. Jetzt müssen wir mal gucken, welches passt denn dort? Dieses längliche. Dann bestimmt einmal so. Ach du Heimatland. Stopp mal. Bleib mal bitte dort. Das hier geht doch. Wollen wir jetzt das dahin machen? Okay. Ein gewöhnlicher Schlüssel. Schlüsselloch. Hier ist wieder so ein Schiebeding. Hä? Oh lol. Oh, nein, bitte mal bleiben, ne? Ah, okay. Ah! So! Was? Ein viereckiges Loch. Ich glaube nicht, dass der Schlüssel da reinpasst. Da ist ein Schlüsselloch. Och nö, nicht schon wieder so ein Rätsel. Oh! Das wollte ich jetzt nicht.
4, 5. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Okay, so, so. 1, 2, 3. Okay. Okay, das war einfach. Da unten ist auf jeden Fall was drin. Ein kleiner quadratischer Bolzen. Ein Rahmen für ein Stück Papier. Foto. Kann ich das hier nicht drehen? Nee. Oh! Das war ungewollt. Sigil. Ach, da steht's auch noch mal. Hier, quadratischer Bolzen, ne? Kann es sein, dass du da reinpasst? Hoffentlich. Ja. Sigil. So. Ein hellblauer Kristall, der ein seltsames Licht verströmt. Ja. 29. Juli. Eine neue Entdeckung hat mich zutiefst erschüttert. Unliebe. Bitte einmal auf Pause drücken und lesen. Bis jetzt habe ich mitgekriegt, dass das alles irgendwie nicht mit diesem Rätselkasten hier zu tun hat. Da fehlt auf jeden Fall was. Kann es sein? Hallo? Nein? Und da unten, ne? Oh, da passt er, okay. Okay, wir haben ein Licht. So. Ein kleines gewöhnliches Schwungrad. Und was machen wir jetzt mit dem Licht? Seltsam ist, dass hier an diesen Punkten diese komischen Dinger lang gehen. Wie sieht denn das Schwungrad von hinten aus? Hat ein Plus, ein Kreuz, was auch immer. Das sieht mal aus wie das hier unten. Ne? Ja. Eine Art Reflektor. Und lass mich raten, der kommt bestimmt hier oben rein. Ja. Hä? Und jetzt? Hallo? Hä? Was war das denn? LOL! Wo jetzt? Okay. Das ist ein bisschen knifflig. So, dann drücken wir jetzt mal den da. Oh Gott, dieses rein und raus immer. Ein Messingschlüssel mit mehreren Klappteilen. Wir haben so einen Stern, da fehlt aber sowas. Okay, der Schlüssel wird bestimmt hierfür sein. Ja. Der kann nur dafür sein. Oh. Was haben wir noch? Okay.
Ey, was ist denn das für ein Schlüssel, bitte? Ey, da habe ich dich nicht hingemacht. Ach, du Heimatland. Also das könnte auf jeden Fall der hier sein. Das könnte der sein. Das könnte der sein. Wenn wir die jetzt wieder hier runter machen. Das passt so nicht, hä? Habe ich vielleicht die zwei Teile hier vertauscht? Ah ja, schaut mal. Die habe ich wirklich vertauscht. Jetzt. Noch ein kleiner Reflektor. Wo ist denn das Licht? Da. Okay. Brauche ich bestimmt wieder das Okular dazu. Ja, wer sagt's denn? Wie? Okay. Da unten hat sich gerade wieder was geöffnet. Ursa. Ein seltsames geformtes Kartenstück, ein Teil Südamerikas. Brauchen wir das wirklich? Den kann ruhig ein Stück fehlen. So, das war hier. Ich kann die tatsächlich drehen. So, dann brauchen wir noch ein viereckiges und ein sechseckiges Stück. Ja. Ja. Aber wo? Das ist die Frage. Kann ich hiermit irgendwas machen? Okay. Erst um die Seitenteile. Dann. War hier nicht dieses komische Ding drin? Ja, ich glaube, da war dieses komische Ding drin. Was ist denn das hier? Nein. Oh, okay. Das hier müssen wir halt auch noch aufmachen irgendwie. Aber wie? Sicher habe ich etwas übersehen. Ein Geheimfach irgendwo. Hier sind überall so eine komischen Fächer. Das hatten wir ja schon. Ich sollte mit meinem Okular überall nach ungewöhnlichen Markierungen schauen. Mache ich doch gerade. Hier ist aber halt einfach gar nichts. Hä?
Also wenn ihr hier was seht, ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben, aber ich sehe hier einfach überhaupt nichts. Das Gewicht einer der Schubladen, die ich geöffnet habe, war nicht gleichmäßig. Was? Oh! Okay. Ah, da fehlt uns ja immer noch ein Teil. Ja gut. Wo war das? Hier. So. Oh nö. Hallo? So? Oh, okay. So? Oder so? Eine Holzkiste. Was mache ich jetzt mit der Kiste? Oh. So. Jetzt haben wir einen Stern. Hatten wir hier irgendwo was mit einem Stern? Hier oben. Moment, oh, juckt. So. Also einmal quer durch und dann die an den Ecken. Okay. Das war falsch. Ich muss so raus. Also einmal quer durch und dann die an den Ecken. Da haben wir doch das letzte Stück. August, 9. August, die Gesellschaft hatte völlig recht. Wie konnte ich nur derart blind sein? Ich habe einen Abschnitt in jedem Spiritus Nocti gefunden. Ich habe einen Abschnitt in ihrem Spiritus Nocti gefunden, ja. Bla 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 bla. Und es geht wieder ums Null-Element. So, das machen wir jetzt da rein. Das Hammer. Abgeschlossen. Nice. Wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, der ist wichtig für den YouTube-Algorithmus. Lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, bleibt gespannt, genießt den Tag und bye bye.